Ein weiteres Diamantenrätsel, wie mir scheint. Und zwar, ja. Also die gehen immer einen zurück von dem ersten zum dritten aus gesehen. Also ein zurück, zwei zurück, eins, zwei, drei, vier zurück. Dann aber nicht mehr. Okay. Ja, ich kann ja jetzt wild durch die Gegend raten, aber ich glaube nicht, dass das sonderlich viel Spaß macht. Scheine irgendwie gerade ein bisschen festzuhängen. Es sei denn, die gehen. Nee, gegen den Uhrzeigersinn wäre 1, 2, wäre vom 1. zum 2. wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zurück. Dann. Von dem aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 zurück. Dann 1, 2, 3, 4 zurück. 7, 6, 4. Und dann 0. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Also der erste ist ein zurück. Dann ist der 1, 2 zurück. Dann ist der 1, 2, 3, 4 zurück. Und dann ist der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klar, 8 zurück. Also müssen wir den hier um 1, 2, 4, 8 um 8 versetzen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier um 4. 1, 2, 3, 4. Hier um 2. Also 1, 2 und hier um einen. Ich habe wahrscheinlich die falsche Richtung gewählt. Das heißt also, der muss dahin. Der gehört 1, 2, 3, 4. Der hier gehört 2 zurück. Das heißt von dem 1, 2. Der hier. Das muss ich meinem Vater erzählen. Du bist dir also ganz sicher, dass wir diesmal nach Lys fahren? Natürlich bin ich das. Ich lese Karten wie, Bücher. Genau das meine ich. Du kommst nicht gerade nach deinem Vater, oder? Darum mache ich für ihn ja auch die Feldforschung. Lass uns mal schauen, warum es nicht weitergeht. Das kann ich dir sagen, weil da ein Franzose scheinbar auf der Straße steht. Entschuldigen Sie, Sir. Wir möchten gerne nach Lys und... Kein Problem. Der Mechanicien kommt, um meinen Wagen zu reparieren. In etwa 3 Stunden. 3 Stunden? Aber was ist mit der Post? Nur ein Päckchen für den verrückten Professor, der unsere Stadt erforscht. Was Problem? Würden Sie uns vielleicht dorthin fahren? Sobald mein Auto wieder fährt, was Problem? Mein Auto ist also nicht. Was führt Sie denn zu unserem Professor? Es fing alles damit an, dass Adam unter Oxford eine Geheimkammer fand, die hierher deutete. Incroyable! Dafür brauche ich einen Schraubenschlüssel. Also sein Auto ist nicht in Ordnung. Es soll zwischen Lys und dem Buch Genesis eine Verbindung geben. Vielleicht weiß der Professor mehr darüber. Das ist alles so spannend. Verschlossen. So. Ich finde gerade, dass unsere Frau ein klein wenig zu viel quatscht.
Die muss doch nicht gleich jedem unsere... Ich dachte, da kann man vielleicht einen Schraubenschlüssel finden. Nicht jedem unsere Lebensgeschichte erzählen. So, hat der Junge zufällig einen Schraubenschlüssel? Sie haben nicht zufällig einen Schraubenschlüssel, oder? Warte! Problem, ich weiß. Danke trotzdem. So geht's. Dann Ihr gucken kleines uns Vögelchen. Mal das Auto an. Ah, Miss Appleby, Sie lieben die Vogelwelt auch. Wir haben so viel gemeinsam. Das... Hey, Vorsicht. Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Rätsel. Und zwar ist das genau dasselbe wie im Radio im zweiten Teil, nur ein klein wenig aufwendiger. Hier finden wir also definitiv keins, das passt. Gucken wir mal weiter. Der passt. Sonst gibt's da keinen, der passt. Nein. Oh, da hatten wir eben schon. Da gibt's jetzt zwei, die passen. Nämlich einmal den. Aber der hier passt. So. Dann geht's weiter in die Richtung. Hier gibt es noch einen. So. Das passt. Hier gibt's leider nur zwei. Davon passt auf den keinen. Also muss es der sein. So. Das sollte doch eigentlich hinhauen. Oder? Der gehört, passt auf den, der passt auf den, der passt auf den. Der passt nicht auf den hier. Merci bien, Monsieur. Jetzt liefere ich das Päckchen aus. Ich hab's Ihnen ja gesagt. Kein Problem. Ich wollte ja gerade nichts sagen, aber... Über seine Fahrkünste kann man sich streiten, also. Wir sind da. Willkommen in der wunderschönen Stadt Lüse. Bekannt für ihre schönen, bekannt für, Sie wissen schon, was ich meine. Die Stadt ist also definitiv bekannt für nichts. Und, Ich bin gerade erstaunt, dass auf dieser französischen Kiste das Wort oben steht. Aber lassen wir uns davon nicht ablenken und gucken uns mal hier um, was wir hier so haben. Guten Abend, Sir. Mein Name ist Adam Venture. Ich bin Professor Saint-Omer und du, Junge, bist zu spät. Bring mein Paket aufs Dach und zwar schnell. Der war jetzt nicht gerade freundlich, aber wir kennen ihn aus dem ersten Teil. Und wissen, auch wenn er jetzt gerade unfreundlich war, er wird sowieso den ersten Teil nicht überleben. Okay, wir können hier also einen Fahrstuhl fahren lassen. Und wir haben hier ein kleines Leiterspielchen. Wir müssen den Fahrstuhl in die oberste Etage bringen, sonst bringt uns das nicht. Moment, der fährt also nur rauf und runter. Ja, dann versuchen wir erstmal auf die Leiter oben drauf zu klettern. Und einmal über den Fahrstuhl zu laufen. Hier oben haben wir übrigens auch wieder ein Hebelchen. Interessant. Wen haben wir denn hier? Weitermachen. So. Hier können wir klettern. Können wir durch die Luke nach unten? Nein, können wir nicht. Hier gibt es auch nichts. Also klettern wir einfach erstmal darüber. Na? Adam, willst du da nicht klettern? Das ist merkwürdig. Eigentlich sollte er an Seilen klettern können.
Nein, ich wollte erstmal den Hebel da oben betätigen. Damit holen wir den Fahrstuhl also ins oberste Geschoss. Dann kann man mit dem Hebel hier entsprechend das Fließband betätigen. Okay. Dann lassen wir den Fahrstuhl nochmal ganz nach unten fahren. Also das hat nicht funktioniert. Also das hat nicht funktioniert. Ich hätte vielleicht beachten sollen, dass ich den Fahrstuhl nur ganz oben, ein Stockwerk tiefer, fahren lassen kann. Also, Fahrstuhl ein Stockwerk tiefer. So, dann den Fahrstuhl nach ganz unten holen. Na? Tür geht auf. Dann können wir uns hier die Kiste schnappen. Der Alte hat mich nicht ausreden lassen. Er will, dass sein Paket aufs Dach gebracht wird. Ich habe es gerade aus dem Wagen geholt und muss Pause machen. Gewerkschaftsregel. Wirklich? Ach, was soll's. Dann bringen wir das Ding eben selbst hoch. Von diesem Professor können wir noch was lernen. Na gut, ziemlich unhöflich. Aber okay, ich werde die blöde Kiste hochbringen. So. Wir fahren den Fahrstuhl jetzt ein Stockwerk höher. Jetzt haben wir die Kiste da drüben. Können wir unseren Fahrstuhl wieder ein Stockwerk tiefer fahren? Leider können wir da nicht drauf springen. So. Wir kommen hier auch nicht rüber. Aber wir können die Kiste wieder zurückfahren lassen und dann den Fahrstuhl einen höher. Na, komm schon, Adam. Zieh am Hebel. So, damit hätten wir die Kiste ganz oben und können unserem Professor dies mitteilen. Endlich, die letzten fehlenden Teile. Erwarte kein Trinkgeld, Junge. Und jetzt runter vom Dach. Runter vom Dach? Ich bin Adam Venture. Das Böse erzittert, wenn mein Name fällt. Ich bin... Ruhig, Adam. Was mein Freund sagen möchte, ist, dass wir Ihr Interesse an Lys teilen. Hätten Sie mal einen Moment Zeit? Warum? Was wisst ihr schon? Ich habe eine Idee. Ihr repariert meine restlichen Windräder. Dann reden wir. Lass uns einfach weitermachen, Adam. Vielleicht heitern die Windräder ihn auf. Männer sind wie Kinder. Das ist nicht fair. Das erzähle ich meinem Vater. Stimmt. Na gut. Wenn du diese Seite machst, gehe ich darüber.